Ich hatte meine allbekannte Klausurenphase und nach der Klausurenphase war ich sehr, 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 sehr selten so richtig zu Hause mit Ordnung und Struktur. Und so cool das auch mal war, so spontane Dinge zu erleben, neue Orte zu sehen und so Unterhaltungen zu führen, dachte ich mir, es ist Zeit für ein Live-Reset. Ich bin tatsächlich auch umgezogen und deswegen brauchen wir jetzt wieder eine Routine. Ich bin nämlich ein totaler Routinenmensch und wir organisieren alles, misten alles aus und planen ganz, ganz viel und kriegen einfach unser Leben wieder ein bisschen mehr in den Griff. Wenn ich jetzt meine Schminke. Mithilfe von meinem Vater auch so eine kleine Skizze gemacht, wo was hinkommt. Einfach, dass es ein bisschen Ordnung bekommt. Aktuell Social Media Detox und habe dadurch mehr Zeit, jetzt so ein bisschen alles zu organisieren. Ich habe jetzt mein Bullet Journal wieder angefangen. Mal um mein Bücherregal kümmern, weil ich habe einige Bücher und ich habe jetzt so einen Raum, wo ich da eben halt alles reinmachen werde. Also ganzen Gesetze, meine Scrapbooks, die Bücher, die ich lese. Reihe, die ich gerade am Lesen bin, und zwar die sieben Schwestern von Lucinda Riley. Und grundsätzlich geht es einfach um sieben Frauen, die sind alle adoptiert. Dann stirbt aber der Adoptivvater, woraufhin alle sieben Schwestern Koordinaten zu ihren eigentlichen Familien bekommen. Und das Coole ist, während sie sich eben auf diese Reise begeben, also entweder zum Beispiel nach Spanien, Argentinien oder sonst wohin fliegen, spielt das Buch auch in der Vergangenheit. Das heißt, wir erfahren ganz viel über die Familien damals. Da unter meiner Kleiderstange, so wo meine Weihnachts- und Silvesterklamotten sind, sind noch zwei Bücher. Das sind auch so mit die einzigen englischen Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, weil ich muss einfach sagen, ich mag deutsche Literatur mehr. Manchmal mache ich das auch so, dass ich mit Post-its arbeite. Ich habe die dieses Jahr geschenkt bekommen aus einem selbstgemachten Adventskalender. Deswegen wollte ich die unbedingt benutzen und ich notiere mir da meistens irgendwelche Fremdwörter oder wenn irgendwelche Wörter sich sehr cool anhören. Manchmal notiere ich mir aber auch sehr, sehr schöne Zitate oder wenn ich etwas besonders toll geschrieben finde. Echt nur bei Büchern, aus denen ich was so mitnehme. Das Buch, was ich gerade fertig gelesen habe von der Reihe, war der fünfte Teil und am 12. Januar schreibe ich meine Öffrecht-Klausur und nach der Klausur werde ich mir dann den sechsten Teil holen, quasi als Belohnung. Ich hatte vor dem Umzug einige Listen gemacht und ein paar Sachen halt geplant, also beispielsweise, wenn ich einkaufen gehe und was ich einkaufen möchte, wie ich ungefähr mein Abendessen gestalten will unter der Woche oder auch so Zeug, wann ich meine Wohnung richtig putzen will. Und dann habe ich noch einige Termine geplant, auch Sachen für die Uni, also beispielsweise, wenn ich Praktika machen möchte oder was für Erfahrungen ich da machen kann, also beispielsweise extern neben dem Studieren noch fürs Studium mir Sachen anschauen kann. Dann bin ich schon ins Fitnessstudio gefatzt und ich muss sagen, ich probiere aktuell neue Routinen aus. Also ich habe beispielsweise auch Kurse da gemacht, so richtige Pilates-Kurse oder auch so HIIT-Workouts. Ich mag es irgendwie aktuell so neue Sachen bei Sport auszuprobieren, weil ich jetzt meine alte Routine seit knapp 2 Jahren habe. Und dann bin ich noch spazieren gegangen mit meinem Hund. In die Kirche bin ich dann auch gegangen. Und dann gab es eine ganz, 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 ganz lange Reflexionssession, also Bibellesen und Journaling und einfach mal aufschreiben, alles, was mir gerade so durch den Kopf geht. Thank you.
kommen ein paar Leute zum Umzug helfen, die mir unfassbar viel bedeuten. Und deswegen freue ich mich auch einfach auf diesen Neustart. Normalerweise bin ich ja so jemand, der so alles planen muss. Also ich muss immer wissen, wie alles ausgeht. Und diesmal freue ich mich halt auch einfach auf diese Reise zu sehen, wie es ist, alleine zu wohnen. Bei mir ist es halt nochmal so eine bisschen andere Situation, weil es ja im Endeffekt die Einliegerwohnung ist von meinen Eltern. Das heißt, sowas wie, ich wohne so ganz weit weg von meiner Familie, das ist jetzt nicht dabei und ich bin trotzdem gespannt, was für Vor- und Nachteile sich ergeben werden, alleine zu wohnen. Ich freue mich einfach drauf, neue Routinen herzustellen. Ich werde jetzt nächstes Wochenende erstmal so ein Deep Clean machen. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich alles schön sauber halte, dass ich selber koche, Wäsche machen und alles einfach so selbstständig. Und ich freue mich da so unfassbar drauf, weil ich voll der Typ bin, so mich da selber zu entfalten und bin einfach gespannt, wie sich das jetzt alles entwickeln wird.